Ja, let's go, seid ihr da? Und jeder wartet auf das eine. Ich hab's lieb und Langeweile. Hi, ich bin Gabi vom M94.5 und ich bin heute auf dem Superbloom 2023 und ich habe hier Special Guest dabei, Jeremias. Und wollte ich euch dann gerne vorstellen. Ja, hallo, wir freuen uns sehr hier zu sein. Ich bin Jeremias und das ist Olli. Yes, hi, moin. Dann können wir gleich auf euer Album gehen, weil es heißt ja Von Wind und Anonymität. Yes. Und es kommt auch am 22. September raus, gell? Genau, und dann habe ich gesehen, dass Jeremias, du hast ja gesagt, ihr wolltet, dass das Album keine Kopie von irgendetwas anderem ist, also auch nicht von eurem ersten Album. Und wie seid ihr da vorgegangen, damit es was anderes wird? Ich glaube, das, was wir wirklich bewusst gemacht haben, war, dass wir uns erstmal keine Grenzen gesetzt haben. Und das war, glaube ich, bei dem ersten Album noch nicht so. In dem Sinne, dass wir jetzt wirklich einfach alles ausprobiert haben. Mit dem Risiko wissen, dass es anders klingt, dass es einen anderen Vibe hat, dass es eine andere Farbe hat, andere Sounds, andere Instrumente. Und bei dem ersten Album, bei Golden Hour, war es so, dass wir irgendwie ein ganz klares Bild von uns hatten, musikalisch, auch soundtechnisch. Und dann gesagt haben, okay, das ist das Gewand, das ist der Rahmen und so soll das sein. Und wieso wir jetzt nichts kopiert haben, war, glaube ich, einzig und allein, also liegt einfach daran, dass wir uns diesen Rahmen nicht gesetzt haben. Und deswegen war irgendwie alles möglich, wir haben alles zugelassen. Alle Ideen von uns Vieren wurden alle ausprobiert, also wir sind 1000 Wege gegangen im Prinzip. Und das war bei der ersten Platte teilweise nicht so, weil wir irgendwie ja schon einen klareren Rahmen hatten. Ah, okay. Also ja. War es dann beim ersten Album so eher, dass ihr... auch wenn ihr schon eine Grenze gesetzt habt, falls irgendwie jemand außer der Grenze gegangen ist, dass man das dann einfach nicht reingetan hat, weil es nicht gepasst hat zu dem? Ja, vielleicht so. Es war irgendwie ziemlich dogmatisch so, ne? Es war einfach so, okay, es muss minimalistisch sein, es muss so klanglich war es einfach so ganz klar eingegrenzt, was quasi passieren darf und was nicht passieren darf. Und da waren auch alle cool mit zu dem Zeitpunkt. Und jetzt war es so, jetzt wiederhole ich nur Jere, jetzt war es an der Zeit, sich davon möglichst weit zu entfernen, von so einer Eingrenzung. Okay, und dann, wenn es jetzt halt um die Songs auf eurem Album geht, dann habt ihr ja schon ein paar released, zum Beispiel den Song Verrückt. Und ja. Da meintet ihr ja, es geht um den Rausch. Es geht um den Rausch. Und da wollte ich fragen, wo verspürt ihr im Leben denn überall den Rausch? Wenn man unterwegs ist in der Nacht zum Beispiel, oder auch wenn man eine Show spielt. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wo das Gefühl eintritt. Schauspiel inwiefern jetzt hat? Ne, Schauspiel, wenn man ein Konzert gibt. Ach so, ja. Schauspiel. Ich war so, sorry, bist du auch Schauspieler? Nebenbei? Okay. Ich hab genuschelt, sorry. Und bei dir, Olli, hast du eine Antwort darauf? Manchmal kann auch einfach nur aufstehen und durch den Tag kommen ein Rausch sein. Aber sonst würde ich mich da Jere auch anschließen, safe. Dann fand ich auch interessant bei dem Song Egoist, da habe ich gelesen, da geht es um die Sehnsucht nach Anonymität in einer Stadt. Und da wollte ich fragen, also das Album heißt ja Von Wind und Anonymität und da frage ich mich so, in welchen Situationen wärt ihr denn gerne so anonym? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Manchmal wird man so beim Edeka an der Kasse erkannt. Und das ist mir einmal bis jetzt passiert. Aber dann sind so Momente, wo man sich denkt, eigentlich würde ich auch nur kurz einkaufen gehen. Aber es ist auch schön, das dann einfach zu umarmen, die Situation, zu sagen, ey, das ist jetzt so. Deswegen, als wir uns für diesen Titel entschieden haben, war so der Wunsch und der Drang nach Anonymität, zumindest bei uns beiden, glaube ich, sehr viel größer, als es jetzt gerade ist, weil es quasi zu einem gewissen Grad befriedigt wurde, dieses Bedürfnis, dass wir eine Anonymität haben, wenn wir sie haben wollen. Dass man immer selber die Freiheit hat, sich quasi zurückzuziehen, wenn man das braucht und auch mit offenen Armen durch die Welt zu gehen, wenn man das braucht oder das möchte. Jetzt bin ich ein bisschen mit einer Frage abgekommen, aber ja, vielleicht spiegelt das am besten das wieder, wie wir gerade darüber denken, über Anonymität. Oder? Was denkst du? Ich hatte gerade noch, also Egoist ist definitiv deswegen entstanden, weil, also wir kommen alle aus Hannover und ich bin vor einem Jahr nach Berlin gezogen. Und ganz klar aus dem Grund, weil es in Hannover sehr
anstrengend wurde, so rauszugehen oder in eine Kneipe zu gehen oder was weiß ich. Und dieser Wunsch nach Anonymität wurde in Berlin auf jeden Fall sehr erfüllt, weil es da niemanden juckt. Und das ist in dieser Hinsicht sehr gesund irgendwie. Dann wieder zu merken, ey, okay, man ist definitiv einer von vielen und es ist alles chillig. So. Ah, okay. Kann ich gut verstehen. Berlin ist auch sehr groß. Und ich glaube, da sind die Leute so, I don't give a shit about you, oder? Ja, und das ist gut, glaube ich. Ja. Manchmal auch nicht, aber manchmal auch. Und was ich noch fragen wollte, ist ein noch nicht releaseder Song, Goldmund. Ja. Den habt ihr ja schon mal, ich weiß nicht, auf einem Konzert auf jeden Fall gespielt. Ja. Und da hast du gesagt, dass es inspiriert ist von einem Buch namens Nazis und Goldmund von Hermann Hesse. Und da wollte ich fragen, wie kommt es dazu? Also wie habt ihr euch inspirieren lassen von dem Buch? Normalerweise ist es ja von eurem eigenen Leben, oder? Und dann, genau, wie kam es denn dazu? Nee, im weitesten Sinne liest man das ja dann auch, weißt du, also man macht das und dann wird man dadurch inspiriert, deswegen ist es in dem Sinne auch irgendwie autobiografisch. Aber ja, keine Ahnung, wie macht man das? Also die Zeilen, oder ganz konkret, es gibt bei Nazis und Goldmund diese beiden Charaktere, die beiden Protagonisten, und dann ist der Goldmund so, wird er begleitet ein Stück weit, ne? In der Erzählung und hüpft so durch die Welt und macht was ihm gefällt. Und das war schön und das war Inspiration genug, um darüber einen Song zu schreiben. Aber das passiert, keine Ahnung, das kann ja auch irgendwie heute hier passieren oder was weiß ich. Das wäre cool. Ja. Über M94.5. Ja. Okay, dann habt ihr euch ja vorher gesagt, dass ihr euch voll auf die Tour freut. Ende September geht ihr dann auf Tour? Und da wollte ich fragen, gibt es eine Stadt, auf die ihr euch am meisten freut? Gute Frage. Dadurch, dass es eine Tour in so einem Ausmaß ist, die wir so noch nicht gespielt haben, ist erstmal so das ganze Ding als solches irgendwie voll aufregend und spannend. Aber es gibt eine Show, fällt mir jetzt einfach gerade spontan ein, in Würzburg, in der Posthalle, und die sollte eigentlich abgerissen werden. Das ist aber so voll das kreative Ballungszentrum irgendwie in Würzburg mit Ateliers und Studios und Proberäumen, und da ist eben auch diese Veranstaltungshalle, und die wird jetzt aber doch nicht abgerissen, nicht weil wir da spielen, aber eben dieser Ort wird weiter erhalten für Kreativität und dass Menschen da zusammenkommen können, und deswegen finde ich es schön, dass wir und ganz viele andere MusikerInnen da weiter Konzerte geben können und spielen können. Oh, das ist echt cool, das ist richtig cool. Und dann habt ihr ja heute einen Auftritt dann auf der Neo-Neo-Stage um 8:30, und da wollte ich fragen, jetzt hat vor Auftritten, habt ihr da irgendwie, macht ihr da was Bestimmtes? Wie bereitet ihr euch vor? Gibt es da irgendwelche Rituale oder so? Jeder hat irgendwie sein eigenes Ding, jeder spielt sich vielleicht ein bisschen ein, jeder singt sich ein, sowas. Und dann machen wir immer, wie haben wir es genannt? Ich hab's tatsächlich gerade vergessen. Check-in. Ja, unser Check-in, genau. Und wir setzen uns dann immer in einen Kreis, wir vier und Käthe, unsere Pianistin, die dieses Jahr live mit uns dabei ist. Und da machen wir so eine kleine Runde, wie geht's uns, wie haben wir alle geschlafen, was liegt uns auf dem Herzen. Und das bringt einen immer so ganz doll zusammen und so in dem Moment. Und das ist irgendwie ein, jetzt über dieses in einer Band sein hinaus, ist das irgendwie eine schöne Praxis, sich mit Leuten so zu verbinden und irgendwie aufeinander zu kommen. Und das ist unser Ritual, was irgendwie dazu geführt hat, dass wir immer sehr, sehr bei uns und miteinander auf die Bühnen dieses Jahr gegangen sind. Das ist sehr schön. Das ist echt, das ist voll süß. Das ist ja, richtig, ne? Süß. Das ist richtig süß. So eine kleine Therapiestunde da. Ja. Also, wieso machen wir das nicht bei M94.5? Vielen, vielen Dank, Super Blue.